Ich habe Angst vor der privaten Krankenversicherung. Ich weiß nicht, ob ich die Beiträge im Alter bezahlen kann und ist das überhaupt das richtige Modell für mich? Und deswegen habe ich dir hier einfach mal 3 Fakten über die private Krankenversicherung mitgebracht, bei denen vor allem der letzte Punkt mal so einen gewissen Mindset-Shift bei mir selbst verursacht hat, die du wahrscheinlich noch nicht kennst. Also Fakten, die du so noch nicht gehört hast. Let's go! Der erste große Fakt ist, dass man sich mal klar machen muss, wie so ein privater Krankenversicherungstarif eigentlich funktioniert. Denn der ist von vorne bis hinten durchkalkuliert. Und die Beitragssteigerungen, von denen alle Angst haben, die sind letztendlich eigentlich deswegen aufgebaut, weil es Neuerungen gibt, ja, weil es zum Beispiel neue Behandlungsmethoden gibt, die vorher noch nicht eingepreist werden konnten. Das heißt also tendenziell, wenn wir uns das mal anschauen, ist hier die medizinische Inflation immer mit dabei. Das heißt also, wenn wir jetzt hier neue Behandlungsmethoden auf den Markt werfen, dann ist es so, dass die natürlich über die Zeit hinweg ein bisschen preiswerter dabei sind, ja, und dementsprechend halt auch zu einem teureren Beitrag führen können. Aber was die wenigsten eben wissen, ist, dass du ja eben in der privaten Krankenversicherung auf Grundlage dessen, dass die PKV sehr, sehr innovativ unterwegs ist, auch Behandlungsmethoden finanziert bekommst, die du in der gesetzlichen Versicherung nicht erhältst. Das heißt also, es gibt Methoden, die sind noch nicht freigegeben und die kannst du dir aber als Privatversicherter schon finanzieren lassen. Ein wichtiger Faktor, den die wenigsten kennen. Der zweite Punkt ist, und es kommt häufig auf Grundlage der Angst der hohen Beiträge im Alter, ist, dass man sich erstmal klar machen muss, wie setzt sich denn so ein privater Krankenversicherungsbeitrag zusammen? Da gibt es verschiedene Tarifbausteine, ja? Und häufig gibt es erstmal einen Hauptbaustein, das ist der Haupttarif, ja? Dann gibt es sowas wie einen Zahnbaustein und es gibt einen stationären Baustein oder sonst was. Das heißt, man hat hier verschiedene Bausteine und zum Beispiel noch ein Krankentagegeld und die Pflegepflichtversicherung, PVN. Ja. So sieht dann tendenziell das Ganze aus. Natürlich haben die immer irgendwelche fancy Begriffe oder Titel oder sonst was, ja. Aber im Großen und Ganzen setzen die sich so zusammen. Und dann haben jeweils die einzelnen Bausteine ihren ja, Beitrag, der letztendlich stattfindet. Das heißt also, wenn man sich jetzt mal überlegt, über die Jahre hinweg, was da eigentlich passiert, muss man sich klar machen, dass der Hauptbaustein einen 10%igen gesetzlichen Zuschlag beinhaltet. Was heißt das jetzt? Da es ja früher so viele Ängste oder viele Probleme vielmehr gab mit den Beiträgen der privaten Krankenversicherung, gab es irgendwann eine gesetzliche Änderung. Und zwar, hey, mindestens 10% der Beiträge müssen für die Alterungsrückstellungen der privaten Krankenversicherer zurückgelegt werden. Das heißt also, wenn du heute eine private Krankenversicherung abschließt, dass sind mindestens 10% deines Hauptbausteins für die Alterungsrückstellungen gedacht. Dieser 10%ige Beitrag fliegt aber im Alter raus. Das heißt also, diese 10%, die zahlst du nur eine gewisse Zeit lang und hinten raus im Alter, wenn du in der Altersversorgung bist oder ähnliches, ja, fliegen die raus. Genauso wie dein Krankentagegeld. Das heißt also, diese beiden Bausteine sind schon mal nicht mehr in deiner Beitragskalkulation, wenn du beispielsweise 65 bist oder so, ja, die fliegen dann weg. Und das ist ein wichtiger Faktor, den man sich klar machen muss, weil der eben so gerne Angst gemacht wird, ja, mit den privaten Krankenversicherungsbeiträgen. Und jetzt will ich dir den dritten Punkt mal mitgeben, den die wenigsten kennen. Schau mal, ist absolut logisch, dass wenn du heute in einen privaten Krankenversicherungsvertrag gehst, ja, dass dieser Vertrag viele junge Menschen hat, ja, weil tendenziell versucht ein Versicherer schon einen Tarif auf den Markt zu bringen, der für verschiedene Altersgruppen relevant ist, tendenziell für junge Menschen. Warum? Junge Menschen sind im Vergleich zu älteren Leuten weniger häufig krank und produzieren weniger Kosten. Macht absolut Sinn. Logischerweise werden Menschen über die Jahre hinweg älter und die Beiträge steigen. Das heißt also, der Tarif, der hier vorne liegt und mal günstig war, wird irgendwann in 20, 30 Jahren tendenziell durch die medizinische Inflation auch, ja, bedingt irgendwann mal ein bisschen teurer sein. Das heißt, da wird also mehr Geld verlangt werden. Und dieser Punkt, der muss man sich klar machen, dass dann hier unten ein neuer Tarif vom selben Versicherer auf dem Markt sein wird. Und jetzt muss man wissen, dass man als bereits versicherte Person in diesem hier, ich nenne jetzt mal Alttarif, ja, ist, dass ihr ein Recht habt,
in den jüngeren Tarif zu wechseln, sofern ihr keine Leistungsverbesserung habt. Ja, also beispielsweise jetzt hätten wir so einen Alttarif, bei dem jetzt zum Beispiel 90% Psychotherapie versichert wäre, dann dürftet ihr hier unten jetzt nicht 100% Psychotherapie versichern, sondern müsstet dann da unten auch 90% in Anspruch nehmen. Das heißt aber, ihr könnt in einen günstigeren Tarif wechseln und das ohne erneute Gesundheitsprüfung. Gesundheitsprüfung. Das ist ein Riesenvorteil, weil man sich so eben eine neue Kalkulation beschaffen kann und eine neue Rechnungsgrundlage hat. Und wenn man das jetzt weiß, dann wird einem vielleicht klar, hey, in Summe, wenn jetzt hier zum Beispiel Entlastungen stattfinden, ja, alleine weil Bausteine rausgeschmissen werden und ich hinten raus auch nochmal Tarife wechseln kann, dann ist dieses Thema mit den hohen Beiträgen vielleicht gar nicht so ein großes Ding, ja. Und das hier, der letzte Punkt, hat mich auf jeden Fall komplett überrascht, weil es einfach mal neues Wissen ist, was die wenigsten auf dem Schirm haben, ja. Und wenn du jetzt sagst, hey, unter den Umständen macht das Thema private Krankenversicherung vielleicht doch mega Sinn für mich, dann würde ich vorschlagen, du trägst mal ein bei uns auf der Webseite unter www.vetter-consulting.de für ein kostenloses Erstgespräch und findest einfach mal raus, ob es das richtige Modell für dich ist, ob deine Lebensplanung, deine finanziellen Ziele, dein gesamter Lebensweg der richtige ist, um in die private Krankenversicherung zu wechseln. Und meine Berater werden dir sagen, hey, ja, das ist das Richtige oder nein, das Modell passt nicht auf dich. Ja? Und wenn du daran Interesse hast, trägst du dich einfach ein. Wie gesagt, www.vetter-consulting.de und wir sehen uns dann im nächsten Video, wo du neues Knowledge zum Thema private Krankenversicherung bekommst.